Ahoi, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und dass ich die England angekündigt habe zu dem Talk hier zum Gerben, um meine Perspektive zu teilen. Wie Sie gerade gehört haben, komme ich aus dem Allgäu und ganz genau aus dem Oberallgäu, aus dem südlichsten Fleck Deutschlands. Und wenn ich Vorträge anfange, und ich bin doch viel unterwegs, dann fange ich immer mit meinem Allgäuer Dialekt an. Und warum fange ich damit an? Weil ich mich freue, dass ich daher komme und weil es mir sehr wichtig ist. Und weil ich glaube, dass es darum geht, dass man Persönlichkeit zeigt und Besonderheit zeigt, und die hat jeder von uns. Ich bin im Allgäu aufgewachsen, neben dem Hof meines Onkels, klassischer Milchviehbetrieb, den jetzt mein Cousin führt, und habe dort auch gerne geholfen, also im Stall und auf der Weide und so weiter. Ich habe dann, wie Sie schon gehört haben, auch studiert. Dazwischen habe ich noch als Jugendliche in einem Supermarkt bereits gearbeitet. Ich habe erst BWL und dann Soziologie studiert und habe dann auch zur Landwirtschaft geforscht. Und genauer gesagt zur Berglandwirtschaft, also zu Leuten, die auf Almen arbeiten während des Sommers. Und ich kam dadurch auch wieder auf den Geschmack, wieder mehr in die Landwirtschaft selbst einzusteigen und bin dann selbst auch wieder mehrfach in verschiedenen Orten gewesen, habe dort gearbeitet. In Oberbayern, im Allgäu, in der Schweiz auch und unter anderem auch in Südtirol. Und das betone ich deswegen, weil das Tuch, das ich hier anhabe, ist mir von einer alten Bäuerin geschenkt worden, auf deren Hof ich gearbeitet habe. Wie ich es später erfahren habe, zeigt dieses Tuch nicht nur Alpenrosen, sondern eben auch Brombeeren und Himbeeren. Und es fand ich wunderbar, als ich das erfahren habe von einer Trachtenspezialistin, weil die alte Bäuerin, damals über 80 Jahre alt, mir das Tuch ihrer Mutter überreicht hat und damit eigentlich auch gezeigt hat, dass damals Beeren und Brombeeren auf Tücher gedruckt wurden. Und Anna hat sie geheißen, hat mir auch erzählt, als sie auf den Hof kam, der ganz weit oben liegt, der vorletzte ist am Berg, und selber aus dem Tal gestammt hat, dass als sie auf den Hof geheiratet hat, war dort fast nichts vorhanden. Sie musste sich erst überlegen, was brauche ich und meine Familie, um mich da oben versorgen zu können. Und ein Teil dessen, neben Kartoffeln und anderen Früchten, die sie angebaut hat, waren es eben auch Beerensträucher, damit Vitamine auch da sind, weil so viel wächst ja dann da oben auch nicht, auch wenn Südtirol ist. Und warum erzähle ich Ihnen die Geschichte? Mittlerweile bin ich Beraterin für Kommunikation von Landwirtschaft. Das ist im Endeffekt, was es dann ist. Also meine Kunden sind Landwirte, sind kleine und mittlere Unternehmen, die mit Lebensmitteln zu tun haben und vom Land eben. Und wie kommt man durch in diesem ganzen Kommunikationswirrwarr? Man kommt durch, indem man auch eben, so abgelutscht es auch ist, echte Geschichten erzählt. Und es geht immer darum, egal ob wir mit einem Einkäufer von einer Supermarktkette sprechen, ich habe selber auch bei der Rewe im Einkauf gearbeitet, oder ob ich mit Verbrauchern spreche, denen ich vermitteln möchte, welches Produkt sie kaufen sollen und für welches Produkt sie auch mehr bezahlen sollen. Weil in der Regel ist es so, dass regionale Produkte einfach ein bisschen teurer sind als die Preiseinstiegsprodukte. Und wenn ich das vermitteln möchte, müssen die Leute verstehen, warum sie etwas Teureres kaufen sollen. Und das kann ich nur erreichen, indem ich irgendwie eine Art von Beziehung aufbaue. Und auch das sind alles Floskeln, die haben Sie alle tausendmal gehört. Aber es ist egal, weil es geht immer wieder darum, es immer wieder auch zu schaffen, immer wieder die Leute auch einzubinden. Und wie gesagt, egal auf welcher Ebene. Und dafür braucht man Beziehungen. Und dafür muss man sich selbst auch als Mensch zeigen. Und ich finde, was auch die Vorredner schon gesagt haben, die Landwirtschaft ist eine ganz tolle Sache, hat unglaublich Ressourcen auch. Und man muss gar nicht so viel verstellen, wie wir daheim sagen. Also man muss sich gar nicht so viel was ausdenken oder so, sondern einfach zeigen, was ist, und das auch sagen. Und damit hat man auch die viel zitierte Authentizität. Das wäre mein Statement, und denken Sie an den Schal. Danke.